Aha, also sollen wir jetzt, also die Eier, sollen wir die Eier jetzt zu den Nestern bringen? So verstehe ich das jetzt gerade. Was sind denn das für, ach guck mal da, Kescher, das ist ein Fliegender. Oder nee, doch, das ist ein Fliegender. Ein fliegendes Schnabeltier. Irgendwie in der Eis, der lebt ist schön kalt, wie so ein Pinguin. Ja, der im Feuerholz. Und was das hier sein soll, weiß ich nicht. Wasserschnabeltierbrut. Er scheint zu schwimmen. Zwei Stück haben wir gesehen. Ich glaube, das ist der auf dem Dach beim Dock. Und das hier ist der. Hier. Der Fliegende. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Ja. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein, wie ich. Das ist auch das in der Socke. Ach, guck mal, was wir hier alles für Informationen haben, oder? Kescher, Kescher. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Ach, nee, sieht euch das mal an, den Kescher. Ah, nein, das ist die Hose. Cool, eigentlich. Damit müssen wir den, wie es aussieht, fangen. Okay. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Also müssen wir das Ei runterfallen lassen von den Socken, sodass es ausgebrütet wird. Und danach müssen wir es fangen mit dem Kescher. Oder wie? Oder wir müssen das Schnabeltier fangen, was da oben ist, es zu ihrem Ei bringen. Ach nee. Mal gucken. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut Das befinde. ist das Ei, was unter der Brücke ist. Beim Herrn, was auch immer. Also hier am Hafen der. Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Ja. Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima, dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Vielleicht können wir da auch einen Tigerfisch benutzen. Kann das sein? Na gut. Vor allem die Sprache hier. aha. Da oben haben wir das Ei und da haben wir das Schnabeltier dazu. Mit dem Schnabeltier können wir auch gar nichts machen, also können wir das da lassen, wie es ist. Ich gucke mich gerade hier nochmal um. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe hier. Und hier ist halt das Nest. Wieso ist hier das Nest? Wenn es doch hier runterfällt, dann wird es doch ausgebrütet. Oder es muss vom Nest hier runterfallen. Hier, weil das ist ja schon ganz schön tief. Was ist das hier unten? Gehört das mit zur Falltür? Ach, was auch immer. Am Ei kommen wir nicht dran. Er will es nicht berühren. Über der Idee sollte ich wohl noch. Ich weiß nicht genau, Über der Idee. wie wir. Warte mal, vielleicht können wir das machen mit den Handschuhen. Die, wo auch immer die sein sollen. Vor Docs Werkstatt. Da möchte ich einmal ganz kurz hin. Hier oben ist das Schnabeltier. Da ist es. Das sieht mir aus wie so ein Feuer. Ah, Nest. Aber wo ist das Ei? Ich konzentriere mich mal ganz kurz mit dem Gucken hier. Boah, das Ei ist sicher schwer zu finden. Eieiei. Boah.
Huh, aus Versehen draufgeklickt. Okay. Sollen wir mal beim Doc vorbeischauen? Einfach nur so? Oder? Doch, komm, wir schauen mal vorbei. Vielleicht hier? Ne, das wäre mir ja aufgefallen. Also hier erst recht. Ach, was haben wir denn hier noch? Was das ist, weiß ich auch noch nicht. Ich bleib hier aber jetzt auch nicht. Doc, altes Haus, Mensch, wie geht's dir denn so? Haben wir uns so lange nicht gesehen. Und da ist noch immer die Schublade. Was da wohl drin sein mag. Doc, Mensch, hab ich dich vermisst. Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Ja, ich glaube. Ich glaube, das war's. Du kennst dich doch sicher mit psychoaktiven Substanzen aus. Wer hat das gesagt? Etwa Dogi der Dealer? Wer? Genau. Wer? Ich kenne ihn gar nicht. Und außerdem lügt er. Oh, okay. Mhm. Ja, schön. Ich glaube, ja, Antenne. Hast du eine Idee, was man hieraus basteln könnte? Wie wär's mit einem Flugschnabeltier-Kescher? Ja, okay, das war meine Idee. Mich würde aber interessieren, was du daraus bauen würdest. Hä? Ich verstehe nicht ganz. Tja, dann bin ich wohl mal wieder auf mich allein gestellt. Bin ich ja gewohnt. Hä, wie ein Kescher daraus bauen? Hä? Oh Mann, ey. Kopf. Mein Kopf. Du kennst dich doch sicher. Der Drogenwiener, aha. Ich glaube, ich gehe jetzt. Tschüssele. War sehr schön bei dir. Aber, naja. Nur ein bisschen vielleicht hilfreich. Ich weiß nicht, was es da mit dem Kescher auf sich hat. Da, Feuer. Da ist irgendwie ein Pfeil mit Feuer. Aber das Feuerei, weiß ich nicht, wo es ist. Ah, da ist der Ofen. Da müssen wir das Ding ausbrüten. Das, ja, ich würde mal gerne wissen, wie man die Eier aufsammeln kann. Mal eben nochmal wieder zu Bellevue. Was wollte ich jetzt hier? So. Das wird ja wohl nicht funktionieren. Laut Fibel brüten Flugschnabeltiere am höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Es kam mal was anderes. Es kam wirklich mal was anderes. Über der Idee so... Och nee, du. Och nee. Was ist denn jetzt eigentlich auf der Karte? Muss da jetzt eigentlich... Quatsch. Boah, wo begeben wir uns denn jetzt hin? Dunkle Gasse? Ich weiß jetzt gar nicht. Nee. Er singt hier wieder. Nee, Quatsch. Ach, nee, wir haben so viele Sachen auf einmal jetzt. Nee, Hafen will ich auch nicht hin. Docs Werkstatt auch nicht. Da auch nicht. Mal ganz kurz gucken, wie kommen wir nach Klein-Venedig? Was war das denn? Ach ja, sicher. Ich möchte die Turnierhand auch gerne mal haben. Aber wie soll ich das machen? Das ist aber auch schon länger hier. Wann kommen wir endlich daran? Ich denke mal, dafür muss ich irgendwas... Ah, was war das? Also, dafür muss ich irgendwas machen. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ach nee. Wenn jemand zuschaut, kann ich nicht, ja. Oh oh. Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe.
Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Also heißt das, der wird uns nichts bringen oder was? Weil eigentlich würde ich den ja noch haben wollen. Pass mal auf, weißt du, was ich mache? Ich probiere jetzt mal alles damit aus. Den Periskop. Ach nee. Na, wenn jemand zuguckt, kann er nicht. Das ist ja blöd. Gar nichts, auch nicht mit dem Athene. Ach nee. Auch nicht. Nein, nicht schon wieder. Oh nein, es ist alles gut, ist alles gut. Nein. Du, ich hab ja, ich gehe jetzt auch. Ja, ich weiß nicht, was ich machen muss hier. Also die Ecke hier. Na gut, wir brauchen wohl doch den Umhang. So, jetzt zum Waffenladen. Hier würde ich ja auch noch gerne weiterkommen. Rohröffnung. Oh Mann. Na, ihr kleinen Hunger auf. Na, das habe ich ja auch schon alles ausprobiert. Aber wir haben ja jetzt auch neue Sachen. Muss mal gerade ein bisschen überlegen. Spaten. Nee, mit dem Spaten habe ich ja. Nee. Na, ihr kleinen Hunger auf. Das war's. Oh je, glaubst du? Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen? Genau. Was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmere dich mal um deine Bambine. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich. Meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Ja. Eigentlich habe ich gerade was Besseres. Kein Problem. Dann warte ich hier noch einen Augenblick. Nutz doch die Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. Gut. Ja, wir müssen ihn irgendwie ausschalten, ja. Aber hier auch mit den Krabben. Ich hatte mir was anderes vorgestellt, nämlich mit seinem Airbag. Wenn ich das kaputt mache, dann ist er eben weg. Und ja, dann kommt er aber auch wieder direkt. Warte mal, das ist ja ein Rohr. Das sieht mir so ein bisschen rot aus. Das war mal eben. Genau, das war mal eben hier. Das ist rotes Rohr. Aber da können wir auch noch nichts machen. Rohrweiche. Das ist wirklich eine Weiche. Was? Ah, ich verstehe. Ah, nein, geil. Jetzt tun wir sie auf grün. Warte mal. So, das hier ist gelb. Dadurch sind die gekommen. Das hier ist gelb. Dadurch sind sie vom gelben, das war ja von gelb und rot war verbunden, da sind sie vom gelben an den roten gegangen. Heißt, zum Waffenladen. Und jetzt, wenn wir die Luke aufmachen, verschwinden die Krabben zu grün. Und grün war hier an dem Airbag-Kiste. Und der hat ja, glaube ich, Schiss vor Krabben, denke ich mir mal. Dass er Schiss vor Krabben hat und holt sich damit keinen neuen Airbag. Aber Problem ist, gucken wir gleich mal. Auf jeden Fall, ja. Ich muss das jedes Mal suchen. Ah nein, das ist falsch. Komplett falsch. Wir waren gerade schon richtig. So, Waffenladen. Okay, dann machen wir auf. Blau. Ihr seid voll. Aber nicht verlaufen. Da sind's. Ach, die gehen alle in der Kiste. Ach, die Kiste ist offen. Ach, und der holt sich dann so eine Kiste. Ach, geil. Und der holt sich dann so eine Kiste und stellt sie auf sein Boot. Und dann ist der. Dann ist das eine Plage. Das ist ja geil. So, wir machen jetzt sein Ding ist kaputt. Alles ist gut, ey. Das ist echt so gut gemacht.
finde ich echt schön. So. Pow! Ancora? Ja, ja. Beleidige mich nur. Ich tue es für die Liebe. Und das hättest du auch getan. Ja. Okay, jetzt gehen wir ganz kurz weg. Oh, bitte, bitte, bitte. Ach, scheiße. Entschuldigung, aber, Mann. Warte mal. Seht ihr das auch? Da drinne? Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Guck mal, da drinne, da sind die Krabben. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt wieder anfangen, hier das Lied zu spielen? Oh, wo bin ich denn? Ah, jetzt bin ich wieder falsch. Nee, war ich doch richtig, oder? Warte mal, die Krabben sind wir jetzt da nicht mehr. So, ich mach mal ganz kurz hier. Dann kommt wieder das Krabbenlied und da müsste noch irgendwas passieren. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute... Mal ganz kurz gucken, jetzt. Du willst ja nicht umgehen. Na dann los geht's. Viel Glück. Fluch der Tat, wenn ich... Du schon wieder. Los. Komm schon. Du hast Nerven hier nochmal. Ich mein... Jetzt bin ich gespannt. Komm schon, Bambina. Da sind die ganzen Krabben. Springen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Jetzt aber, die Krabben. Bitte lass was passieren. Du wirst gleich gekniffen. Hoffe ich mal. So, jetzt passiert's, glaub ich. Oh nein, komm schon. Komm schon. Ich kann so nicht bannen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du, sind Schrottkrabben in unserer Urgestreibe, die da drinnen liegen. Das dauert länger, das Lied. Irgendwas ist anders. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind auch noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg, ich dreh vor am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker, schon seit Stunden liege ich wach. Ich glaube, munter Hochzeit, morgen fällt erstmal flach. Was war das? Oh, nicht schon wieder. Ja. was? Was für ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt sag es. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Boso. Ernst jetzt? Puppe, kommst du öfters? Was? Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Ey, Puppe, kommst du öfters her? Hey! Hey! Ja, Boso, ne, dann mal, ne, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Und, ach, dass wir den opfern mussten dafür. Aber das ist doch der Typ, der die Lieder singt. Heißt, also jetzt kommen keine Lieder mehr. Boah, ey, ich will mich nicht mit den Krabben anlegen. Ah, die kommen durch seine Augen. Oh, der Arme, der tut mir eigentlich voll leid jetzt. Ey, der ist gestorben. Alter. Oh, die Zeit. Ja gut, es ist ja auch schon spät. Ach nee, was wollten wir jetzt machen? Was haben wir denn jetzt? Ah ja, wir haben das Wort und können jetzt zu Goal. Ah, gut, ey. Mal ganz kurz an die Tür klopfen. Mal ganz kurz die stören. Mal ganz kurz. Obwohl, nee, komm, wir müssen den jetzt mal ein bisschen Zeit lassen für sich. Und das ist die Zeit bis zur nächsten Folge. Denn ich verabschiede mich jetzt. Ich werde mich jetzt mal wieder ausruhen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oder hören uns beim nächsten Mal. Cam benutze ich ja nicht im kompletten Deponia-Verlauf hier.
mache ich nicht, weil, naja, ist ein bisschen blöd hier bei Deponia, passt einfach nicht dazu, bla bla bla, wie auch immer, ne. Wir lassen den jetzt mal ein paar bisschen Zeit. Wenn wir wieder weitermachen, gucke ich mal ganz kurz rein, ob alles in Ordnung ist, ob der Boso nicht doch erschossen wurde. Und danach gucken wir bei Gold vorbei. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Eltobi. Tschüdüdü, bye bye.